Leute, wir sind zurück. The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Im letzten Part sind wir hier stehen geblieben und haben ein Bild von Ruinen gemacht und einen Flammen-Gleok besiegt. Jetzt müssen wir weiter. Offscreen habe ich noch 2 Punkte gekriegt, weil ich geschlafen habe. Einmal, weil wir diesen Stall noch nie geredet haben und einmal, weil ich gepennt habe. Das heißt, wir können uns eine Prämie abholen. Prämie erhalten. Oh. Einen Moment, einen Moment. Du möchtest also eine Prämie für deine Stallpunkte, stimmt's? Deine Prämie für 30 Stallpunkte, du kannst ein zusätzliches Pferd registrieren. Wenn du also ein schönes Wildpferd gezähmt hast, zögere nicht und lass es bei uns registrieren. Wenn du noch 5 Stallpunkte mehr sammelst, dann kannst du ein Pferd mehr bei uns registrieren. Vielen Dank, dass du unsere Stelle nutzt. Danke für diesen nutzlosen Haufen, Alter. Ja, jetzt müssen wir gerade mal gucken, welcher Stall steht denn noch an? Hier oben, den machen wir als nächstes, denke ich, den hier. Na dann, los geht's. Es ist natürlich arschkalt. So, passt schon. Wo ist der Bilderrahmen? Da. Ah, Link, wie ich sehe, interessierst du dich für den leeren Bilderrahmen dort, ja? Oh. Die Pferde... Ja, ja, ist egal. Und seitdem habe ich mir Gedanken darüber gemacht, welches Bild ich hier aufhängen soll. Wie wäre es zum Beispiel mit einem Bild des großen Vogels, der auf den Hebrabergen seine Flügel spreizt? Oh. Auf der Kalibar-Spitze im südlichen Teil der Hebraberge ragt eine einsame Zeder in den Himmel. Richtet man dort bei klarem Wetter seinen Blick nach Nordwesten, soll man auf dem Hang einen großen Vogel sehen können. Leider bin ich selbst noch nie in den Genuss dieses Anblicks gekommen. Im Stall ist einfach zu viel los. Ja, ja, ein großer Vogel, der seine Flügel auf dem Hebrabergen spreizt. So etwas sieht man nicht alle Tage. Wenn mir nur jemand eine detaillierte Abbildung von dem Vogel zeigen könnte, würde ich ihn einfach abmalen. Gut. Kalibar-Dingens, aber wo ist das? Hebra-Westspitze, was sagt denn jetzt nochmal die Quest? Einsame Zeder auf der Kalibar-Spitze, aber wo ist die Kalibar-Spitze? Das ist jetzt halt interessant. Ach, hier. Hier müssen wir also hin, okay. Der kürzeste... Na gut. Es gibt keinen richtig kurzen Weg. Wir könnten halt hier hin und uns in die Luft schießen lassen. So, mal gucken. Dieser Riesenvogel, das ist natürlich wieder mal ein bisschen interessanter tatsächlich, wie ich das finde. Ich hoffe, ihr findet das auch, weil... Dieser Riesenvogel, ich habe den selbst noch nicht gesehen. Wir gucken einfach mal, was der uns so zeigen wird. Bin ich gespannt. Los geht's. Extrem kalt. Jetzt nicht mehr. Wir müssen leider ein bisschen mit unserem Gleiter fliegen. Weil wir können, wir ziehen uns jetzt nicht um. Wir haben schon die Hälfte unseres halben Herzens verloren da. Da ist die Arche.
wie weit das einfach ist, wie weit wir fliegen müssen. Das ist richtig übel. Da hätte ich mich auch gleich zur Arche teleportieren können. Ich glaube, das wäre schlauer gewesen, ne? Ich bin halt auch so ein richtiges fucking Genie, Alter. So, gleich bin ich da. Und runter. Nein, das ist es nicht. Die ist es auf jeden Fall auch nicht. Aber in welche Richtung müssen wir denn jetzt gucken? Was sagt das Tagebuch nochmal? Nee, hier. Blablabla, bla, bla. Auf den Hebrabergen. Man soll ihn von der einsamen Zeder auf der Kalibar-Spitze aus in nordwestlicher Richtung sehen können. In nordwestlicher Richtung, okay. Das heißt irgendwo hier. Hä? Ach so, das hier, oh ja. Das ist der, okay. Gut versteckt, sehr, sehr gut versteckt. Und wieder zurück. Das war echt gut versteckt, dann kann ich die Quest schon mal auf abgehakt setzen. Und, ich suche schon mal den nächsten Stall raus. Hier haben wir keinen. Genau, dann gehen wir hier als nächstes hin. Bald haben wir die ganzen Stallquests fertig. Dann keine scheiß Fotos mehr machen. Freue ich mich drauf. Dann geht's nämlich los mit den normalen Quests, die wir machen müssen. Ja, ah, Link, du siehst ja immer noch diesen leeren Bilderrahmen an. Ja, natürlich sehe ich mir den an. Wir haben ja extra ein Foto für dich geschossen, Budi. Du solltest das mal annehmen. Für den Rahmen hätte ich gern ein Bild des großen Vogels, der auf den Hebrabergen seine Flügel spreizt. Das wäre ein tolles Erkennungsmerkmal für diesen Stall. Ich habe ein Bild. Was hast du denn da? Das ist doch nicht etwa ein Bild des großen Vogels, der auf den Hebrabergen seine Flügel spreizt. Zeig es mir bitte. Oh, wunderbar. Das ist genau das Bild, das ich sehen wollte. Ich würde nur zu gern ein Bild mit diesem Motiv im Stall aufhängen. Darf ich es abmalen? Gern. Vielen Dank. Was für eine seltsame Landschaft, oder? Dass man darin die Form eines großen Vogels mit gespreizten Flügeln sieht. Da kann man nicht anders als von der Macht der Natur beeindruckt zu sein, die solche Kunstwerke hervorbringt. Und jetzt brauche ich nur noch etwas Zeit, um es abzumalen. Haha, keine Sorge, ich bin ein sehr guter Maler. Das bist du wohl, Rudi, das bist du wohl. Ich wusste es doch. Das passt perfekt zu diesem Stall. Ich bin dir zu großem Dank verpflichtet, Link. Das ist großartig. Man würde auf der ganzen Welt wohl kein besseres Motiv für diesen Stall finden. Ich danke dir von Herzen. Aber wenn du noch ein anderes Bild des großen Vogels haben solltest, der auf den Hebrabergen seine Flügel spreizt, dann sag Bescheid und wir können das aktuelle Bild gerne ersetzen. Mein Stall und mein Bilderrahmen stehen dir jederzeit zur Verfügung. Als kleine Aufmerksamkeit schreibe ich dir einen Stallpunkt gut. Oh, und bitte nimm auch das hier an. Es ist eine Spezialität unseres Hauses. Scharfer Fleischeintopf. Okay. Ich bedanke mich noch einmal für dieses hervorragende Bild. Bitte beehre uns jederzeit wieder. Ja. So, ich will gerade mal nur gucken, ob wir hier... Nein, gut, den haben wir schon angesprochen. Gut, der Rest ist egal.
Quest ist abgehakt. Wir gehen jetzt nach hier unten zu diesem Stall. Das ist unsere nächste Aufgabe. Fast alle Ställe fertig. Ich freue mich so. Da müssen wir noch in der Hyrule-Ebene, glaube ich, Stelle, ein oder zwei Ställe abhaken. Und dann war's das. Aber ich freue mich halt so, wenn wir Tears of the Kingdom fertig haben, tatsächlich. Ich möchte was Neues sehen auf dem Kanal, bis auf Mario Sunshine, was ja jetzt angelaufen ist. Mario Sunshine ist auch ein bisschen anstrengend, weil ich mir die blauen Münzen halt immer ablesen muss, weil ich sonst nicht weiß, sonst dauert das halt ewig, bis ich die finde. Und bei Mario Odyssey löst sich das dann zum Glück wieder, da muss ich gar nichts ablesen, da kann ich einfach spielen. Ah, Link, wie ich sehe, interessierst du dich für den leeren Bilderrahmen dort, ja? Ich war so mit Entrümpeln beschäftigt, dass ich die Bilderrahmen von den Pferdefreunden fast vergessen hätte. Ich habe hier viel Zeit verbracht und verdanke diesem Stall so einiges. Daher möchte ich dieses Gefühl der Dankbarkeit mit einem schönen Landschaftsgemälde ausdrücken, nun da er schließt. Und zwar habe ich von einem Reisenden der Orni, der neulich hier durchgekommen ist, eine Geschichte gehört. Ganz in der Nähe findest du einen Ort, der so bekannt ist, dass er sogar auf Karten zu finden ist. Den Brillenfelsen. Der Reisende erzählte, dass er beim Überflug des Brillenfelsens nach unten gesehen hat. Und da sah es so aus, als würde der Fels lachen. Ich möchte diesen Stall mit einem Lächeln schließen. Also ist es das perfekte Motiv, findest du nicht? Aber fliegen kann ich nicht, also wird daraus wohl nichts. Wenn mir natürlich jemand ein Bild vom lachenden Brillenfelsen zeigen würde, könnte ich es einfach abmalen. Oh, Link, hättest du vielleicht Interesse an diesem Bilderrahmen hier? Danke, Brudi. Unfassbar, dass ich versehentlich gleich zwei Bilderrahmen erhalten habe. Schließlich wird der Stall geschlossen. Aber ich habe viel Zeit hier verbracht, daher möchte ich mich stilvoll von diesem Stall verabschieden. Mit einem Bild, das beeindruckt. Ich dachte da an das große Schwert, das in einem Berggipfel der Gerudo-Hochebene nordwestlich von hier steckt. Aber ich muss immer noch den Stall entrümpeln. Außerdem ist es in der Gerudo-Hochebene so kalt. Wenn ich das große Schwert oder auch nur ein Bild davon hier von mir hätte, könnte ich es einfach nachmalen. Gut, die beiden Nebenaufgaben. Wir machen zuerst den Brillenfelsen. Das ist nur der Totenkopfteich. Jetzt dürfen wir auf der Landkarte erstmal nach dem scheiß Brillenfelsen suchen. Oh, ist das hier? Ja, das ist der Brillenfelsen. Da, ich muss den von oben fotografieren, okay. Leute, schreibt mir mal in die Kommentare, ob man diesen Prompt ausmachen kann für den Controller. Ich glaube nämlich, dass das nicht ging. Das ist super nervig, dass das manchmal dann in einem Part vorkommt. Das ist echt scheiße. Ein Masterschwert hat seine... Oh, es ist verdammt heiß. Masterschwert hat also seine Kraft zurückerlangt. Das ist gut. Oh, ist das süß, Alter. Yeah! Nice, Brudi! Okay. Dann hoch. Hä? Doch, das ist der Brillenfelsen. Safe. Aber wie soll ich denn ein Foto... Oh, von hier. Mhm.
Aber ich sehe hier halt einfach kein Lachen, ne? Ernsthaft? Von hier kriege ich kein Foto vom Brillenfelsen gemacht? Nee, tatsächlich nicht. Nein! Oh ja. Na, was machen wir jetzt? Ja, ist mir egal. Ich wüsste nicht, wo ich sonst von oben ein Foto von dem Brillenfelsen machen kann. Vielleicht von hier? Wir brauchen halt jetzt einen Ort, wo wir einen guten Blick auf den Brillenfelsen haben. Das war es nämlich schon mal nicht. Das habe ich nämlich gerade verkackt. So, einmal höher, bitte. Das ist nicht der richtige Ort. Leider. Von hier aus gibt es keinen Ort, den wir direkt angucken können, nur von hier. Wenn von hier vielleicht, müssen wir mal gucken. Oh, jetzt heißt es sich hin und her teleportieren. Die Quest ist ätzend. Das ist richtig nicht nice, Alter. Das ist richtig, ja. Das ist richtig furchtbar. Ich hasse alles hier dran gerade. Das glaubt ihr gar nicht. Genau in die Richtung. Oh, jetzt. Ich weiß, was. Alles klar. Ich weiß, was gemeint ist. Hier sind wir richtig. Hier mussten wir hin. Kann man den Brillenfelsen lächeln sehen und wir sehen hier die Ruinen. Das heißt, das Foto müssen wir von hier machen. Ja. Gut, damit hätten wir die erste Quest. Das war ein Akt, Alter. Ich schwöre. Das sind Episoden. Wir brauchen ja Nebenquests. Schlucht 2. Welches sich nordwestlich der Stalz auf dem Berggipfel der Gerudo-Hochebene befinden soll. Das große Schwert nordwestlich.
nordwestlich der Stalls der Gerudo-Hochebene. Wir müssen jetzt mal nach dem Stall der Gerudo-Hochebene erstmal gucken, wo der ist. Das ist nur eine Pferdestation. Stall der Ebene. Aber sonst. Das ist nur Stall der Hochebene. Auf einem Berggipfel der Gerudo-Hochebene. Oh ja, ich kann es lesen. Wahrscheinlich meint er das hier, ne? Das große Schwert. Irgendwo hier meint er wahrscheinlich. Das aber tatsächlich mit dem Brillensee, das war ganz cool. Ja, das war mir klar, dass wir wieder mal frieren. Wer hätte das nur gedacht? Da. Moment. Das ist dumm. Was war die Aufgabe nochmal nordwestlich des Blabla, ne? Auf einem Berggipfel der Gerudo-Hochebene. Nordwestlich des Stalls. Auf einem der Gipfel der Gerudo-Hochebene sein soll. Dann müssen wir gucken. Andere Richtung, das heißt, wo wir müssen hier rauf. Ich kann es mir sonst nicht anders erklären. Nein. So, hoch. Nein. Yep. Au! Tja, er ist dead. Und wir haben einen Eisenstock gekriegt. Das ist gut. Die sind immer geil, die Dinger. So, jetzt müssen wir halt nach dem großen Schwert suchen. Die kleinen Viecher sind mir relativ Wurst. Gut, auf diesen Gipfeln sehe ich schon mal nichts. Großes Schwert. Ich meine mich zu erinnern, welches das war. Und das war in der Nähe von dem Gleok da. Wir müssen halt nur gucken, wo das hing. Eisfrüchte en masse. Wir brauchen nämlich wieder welche. Ich meine doch, dass das irgendwo in der Nähe von dem Gleok war, ne? Kann ich das vielleicht hier sogar sehen irgendwo? Nee, ich glaube nicht, ne? Nee.
Ich habe ehrlich aber keinen Bock, nochmal gegen den Gleok zu kämpfen. Wir werden dem gekonnt ausweichen, wenn es geht. Gut, hier sehe ich sonst auch nichts. Was einem Schwert gleicht. Immer schön vorsichtig sein. Da unten ist der Turm. So, nicht wundern, dass ich ja gerade am Rand laufe. Wie gesagt, ich versuche dem Gleok auszuweichen. Da ist es. Oh, ist das dein Ernst? Es ist tatsächlich bei dem Gleok, Alter. Oh, scheiße. Da müssen wir auf unser Glück hoffen, dass der uns nicht sieht. Wir haben's. Nice. Weg hier, Alter. Wieder zwei Stallquests abgeschlossen. So muss das sein. So muss das. Weg hier. Gut, dass wir hier schon mal waren. Sonst hätte ich jetzt nicht gewusst, auf welchem Gipfel wir suchen müssen. Das wäre furchtbar. So, das Wetter ist wieder normal. Das heißt, wir können uns wieder unsere grüne Tunik oder blaue Tunik umwerfen. Geil. Ah, Link, du siehst dir immer noch diesen leeren Bilderrahmen an. Dieser lachende Brillenfels, von dem der Orni-Reisende sprach. Ich würde wirklich gerne ein fröhliches Bild wie dieses aufhängen. Ich habe ein Bild. Wie bitte? Bringst du mir etwa ein Bild vom lachenden Brillenfelsen? Zeig es mir bitte. Oh, wunderbar. Das ist genau das Bild, das ich sehen wollte. Ich würde nur zu gerne ein Bild mit diesem Motiv im Stall aufhängen. Darf ich es abmalen? Gern. Vielen Dank. Es sieht wirklich nach einem Lachen aus. Haha, wenn ich nur darauf schaue, muss ich schon mitlachen. Es wurde schon etwas einsam hier, seit der Stall schließen musste. Aber das Bild gibt mir warme und wohlige Gefühle. Und jetzt brauche ich nur noch etwas Zeit, um es abzumalen. Haha, keine Sorge, ich bin ein sehr guter Maler. Ich wusste es doch, das passt perfekt zu diesem Stall. Ich bin dir zu groß und Dank verpflichtet, Link. Als eine kleine Aufmerksamkeit schreibe ich dir einen Stallpunkt gut. Ah. Oh, und bitte nimm auch das hier an. Es ist eine Spezialität unseres Hauses. Kühlungspilzrisotto. Ja, das ist ein tolles Bild. Das macht mich richtig aufmuntert. Es erinnert mich an die Zeiten, als hier etwas los war. Falls du noch ein Bild vom lachenden Brillenfelsen hättest, würde ich es mir nur zu gern abmalen. Dessen ungeachtet können wir aber gerne auch probieren, ob andere Bilder von dir gut in diesen Rahmen passen. Ah, Link, du siehst dir immer noch diesen leeren Bilderrahmen an. Ja, natürlich, Bruder. Hätte ich nur ein Bild des großen Schwerts, das in einem Gipfel der Gerudo-Hochebene nordwestlich von hier steckt, dann könnte ich ein Bild aufhängen, das diesem Stall gerecht wird, bevor er schließt. Ich habe ein Bild. Wie bitte? Du hast ein Bild des großen Schwerts dabei? Zeig es mir bitte. Oh, wunderbar. Das ist genau das Bild, das ich sehen wollte. Ich würde nur zu gern ein Bild mit diesem Motiv im Stall aufhängen. Darf ich es abmalen? Gern. Vielen Dank. Das Schwert ist ja sogar noch größer, als ich es mir vorgestellt habe. Ich wusste, dass es existiert, aber ich habe es noch nie mit eigenen Augen gesehen. Wirklich imposant. Und jetzt brauche ich nur noch etwas Zeit, um es abzumalen. Haha, keine Sorge, ich bin ein sehr guter Maler. Ich wusste es doch, das passt perfekt zu diesem Stall. Ich bin dir zu großem Dank verpflichtet, Link. Als kleine Aufmerksamkeit schreibe ich dir einen Stallpunkt gut.
Und bitte nimm auch das hier an. Es ist eine Spezialität unseres Hauses. Scharfes Pilzrisotto, nice. Dass es sich an einem so unzugänglichen Ort befindet, macht den Anblick noch imposanter. Er verleiht mir Mut. Falls du weitere Bilder des großen Schwerts hast, kann ich eines deiner Wahlen nachmalen und hier aufhängen. Sag mir einfach Bescheid, wenn du denkst, eine noch schönere Version dieses Motivs gefunden zu haben. Gut, das war's. Die beiden Nebenquests haben wir. Ja. Vielen Dank für deine Hilfe. Leider haben wir geschlossen, aber immerhin kannst du hier noch Schutz vor Hitze und Kälte finden. Ach je. Hätte ich nicht wenigstens ein einziges Bettchen stehen lassen können. Dank dir, Link, konnte ich die Bilder vom lachenden Brillenfels und vom vergessenen Schwert aufhängen. Ich war schon etwas traurig, den Stall schließen zu müssen, aber dank diesen Bildern habe ich neuen Mut gefasst. Sollte jemals der Tag kommen, an dem ich den Stall verlassen muss, werde ich diese Bilder mit Sicherheit als erstes einpacken. Brauchst du einen Platz zum Übernachten? Dann probier es doch einfach mal beim Wüstenbazar. Du findest ihn, wenn du von hier aus eine ganze Weile nach Westen läufst. Es ist wirklich etwas weit, aber wenn du dir am Wüstenrand ein Transportmittel organisierst, bist du blitzschnell da. Wie das Entrümpeln läuft, fragst du? Ach, mich hat die Nostalgie überrumpelt und seitdem läuft es etwas langsamer. Aber dieser Stall und ich sind so etwas wie alte Freunde, also nehme ich mir gerne ein wenig mehr Zeit dafür. Gut. Leute, damit werde ich den Part an der Stelle beenden. Wir haben den Stall abgeschlossen. Nice. Die Fotos waren schön. Im nächsten Part werden wir die letzten Stelle hoffentlich schaffen und dann gucken wir mal. Ich bedanke mich an der Stelle bei euch fürs Zuschauen. Like dieses Video, abonniert den Kanal für mehr The Legend of Zelda Content oder wenn ihr mehr von mir sehen wollt. Genießt noch euren Tag und ich hoffe, ich sehe euch im nächsten Part wieder. Bis dann!